Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Das allererste Video, was ich in der neuen Umgebung, nämlich in meiner neuen Bude, drehe. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Das Studio ist noch nicht ganz fertig. Es heilt auch noch übel. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungen habt, schreibt es unten in die Kommentare direkt rein. Ich lerne und würde das dann gleich hier in dem Studio implementieren. Ich habe heute ein Thema aber für euch vorbereitet, was ich gestern Nacht gelesen habe auf Twitter. Ihr kennt alle den bekannten, ich sag mal, Tesla-Hacker Green. Der hat geschrieben: ich bin gerade ein bisschen verdutzt, so sinnesgemäß, weil die Hardware 3 ist für das Info-Entertainment-System stärker als wie die Hardware 4. Was meine ich damit oder was meint er besser gesagt damit? Ich habe ein bisschen recherchiert und ihr wisst selber, es ist so, dass wir bei Tesla eine Einheit verbaut haben, die nennt sich Hardware 2, Hardware 3, Hardware 4. So, diese Hardware, die dort verbaut ist, ist sehr technisch. Klar, kleine Halbleiter drin, da ist Prozessoren drin, Grafikkarten und so weiter, um das ganze Geschehen zu verarbeiten. Einerseits für den Autopiloten und andererseits, jetzt ganz wichtig, für das Info-Entertainment-System. Diesen dicken Display, den wir da drin haben, der muss ja irgendwie betrieben werden, der muss irgendwie Power bekommen. Dass der so flüssig ist wie kein anderer Hersteller da draußen, das hat ja eine Ursache und dafür ist dieses Bauteil zuständig. Jetzt ist es tatsächlich aber so, dass Green festgestellt hat, dass in der Hardware 4 von den Model Y, das ist ganz wichtig, aus Fremont und Texas, die jetzt ausgeliefert wurden, dass die im Bereich Info-Entertainment vom Arbeitsspeicher her und von dem Festplattenspeicher her die Hälfte nur haben im Vergleich zu HW3. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der mich selber ein bisschen verdutzt. Nach dem Intro werden wir darüber mal im Detail sprechen. Wir wissen alle selber, die Hardware-Technik bei Tesla verbessert sich jedes Mal. Das heißt, wir haben damals mit der HW, man kann fast sagen, 1 gestartet und sind dann sukzessive hochgekommen jetzt zu HW4 seit diesem Jahr. Ich blende euch auch gerade mal einen Zeitstrahl ein. Da seht ihr schön, wie zum Beispiel auch der Arbeitsspeicher sich immer weiterentwickelt hat. Er wurde immer größer. Klar, immer mehr Datenpakete müssen verarbeitet werden. Der Display, diese ganzen Hintergrundinformationen, die Karte, dass die flüssig ist und sowas, das ist ganz normal. Ihr seht es beim Handy auch. Die werden immer leistungsstärker. Nur hat jetzt Green wirklich festgestellt, bei den HW4-Modellen, bei den HW4-Versionen für das Model Y, die jetzt ausgeliefert wurden, hat Tesla den Arbeitsspeicher von 16 GB wie in HW3 auf nur 8 GB reduziert. Das gleiche trifft auch auf den Festplattenspeicher. SSD, das heißt, wir haben aktuell in den HW3-Modellen, ich meine, die meisten von euch werden schon bereits den neuen Prozessor von AMD drin haben, AMD Ryzen. Da haben wir 256 GB verbaut und jetzt in HW4 für das Info-Entertainment-System haben wir nur 128 GB. Das heißt, Tesla hat diese beiden Optionen radikal reduziert um die Hälfte. Jetzt fragen sich natürlich viele, wieso? Weil wir wissen alle selber, wir wollen irgendwann mal Steam auf Model 3 und Model Y zocken. Wir wollen irgendwann mal vielleicht schöne, fette Videos schauen oder auch, das ist zum Beispiel auch wichtig für das YouTube-Wiedergabe, dass die Leistung dahinter einfach passt. Und wenn ihr jetzt noch wisst, dass die CPU, also die Prozessoreinheit, identisch ist von HW3 zu HW4, dann wird man doch wirklich ein bisschen stutzig. Und ich lag gestern im Bett, habe diesen Beitrag gelesen von Green und da habe ich mir gedacht, wieso macht das Tesla? Und so eine Lösung habe ich nicht ganz gefunden, aber ich habe so eine kleine Vorahnung. Wenn man sich jetzt allerdings vorstellt, dass wir letztes Quartal Q2 2023 480.000 Fahrzeuge ausgeliefert haben und ihr euch vorstellen müsst, dass ein Bauteil, was vielleicht nur ein paar Cent oder ein Euro oder ein paar Euro kostet, was das dann in der Skalierung für Auswirkungen hat, das ist ganz wichtig. Und wenn wir jetzt noch überlegen, dass gemunkelt wird, dass der Cybertruck die gleiche Hardware verbaut bekommt wie Model 3 und Model Y, also HW4 jetzt mit den 8 GB und 128 GB Speicher, dann kommen wir auf Absatzzahlen, die jenseits von Gut und Böse sind. So, und wenn wir jetzt überlegen, ich habe mal im Internet geschaut, ein RAM-Riegel, zum Beispiel 8 GB, kostet ungefähr so, sag mal, 17 bis 20 Euro. Jetzt nur mal wirklich, es ist ein absolutes plakatives Beispiel, das ist jetzt keine Referenz für Tesla, die haben ganz andere Einkaufswerte und was weiß ich alles. Es ist jetzt nur mal ein Beispiel aus meiner End-User-Sicht.
Das heißt, wir haben RAM-Riegel, 8 GB, der kostet zwischen 17 und 20 Euro. Wenn wir den jetzt zweimal verbauen, haben wir dann Kosten ungefähr, sagen wir mal, zwischen, ja, sagen wir mal im Schnitt 30 Euro. So. Wenn wir jetzt allerdings die Kosten halbieren und nur noch ein Riegel reinbauen, also 8 GB fix jetzt in der Hardware 4 für das Info-Entertainment-System, dann haben wir im Prinzip Kosten für ein Fahrzeug eingespart von rund 15 Euro. So, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber bitte Leute, skaliert das mal hoch auf die Anzahl der Fahrzeuge, die produziert werden, ausgeliefert werden. Das ist krank. Da kommt direkt mal, ich glaube, was habe ich gestern Abend noch ausgerechnet, 7 Millionen Euro zusammen oder so. Also, das, was ein kleines Bauteil auswirkt, das ist Wahnsinn. Und bei der Speicherkarte ist es ähnlich. Das heißt, auch da, sagen wir mal, im Schnitt sparen wir dann um die 30 Euro pro Fahrzeug. Aber das hochskaliert ist eine enorme Summe. Und das will ich euch einfach nur sagen. Auf der anderen Seite habe ich noch so ein bisschen nachgedacht und dachte mir, okay, überlegt doch mal, Leute. Da draußen gibt es Starlink. Das heißt, das wird immer weiter ausgeweitet. Wenn jetzt die Starship ready ist, dann werden auch die größeren Satelliten in Orbit geschossen und die haben nochmal ganz andere Datenraten zur Verfügung. Aktuell haben wir nur die zweite Generation der Satelliten, glaube ich, am Start. So, aber wenn wir die neue Generation dann auch oben am Start haben, haben wir wirklich hardcore flächendeckendes Internet auf der ganzen Welt. So, bevor es gleich weitergeht, eine ganz wichtige Sache. Du schaust das Video, also denke ich mal, wirst du einen Tesla fahren. Und wusstest du, dass jetzt eine Expressauszahlung der THG-Prämie möglich ist? Das heißt, innerhalb von 7 Tagen hast du 200 Euro auf deinem Konto. Jetzt beantragen, wirklich nutz unten den Link, würde mich sehr freuen und ist eine coole Sache. Nicht 5 Monate warten oder so, Mist, das kotzt mich eh an, da mache ich auch noch ein Video zu, dass wir Digitalisierung in Deutschland sowas von verpennt haben, seitens vom Umweltbundesamt auch, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt geht's weiter im Programm. Punkt Nummer 2, unsere Fahrzeuge sind eh dauerhaft verbunden mit den Servern von Tesla. Was wäre, wenn Tesla sagen würde, okay, wir machen es ein bisschen so wie Nvidia. Nvidia hat mit GeForce Now im Prinzip eine Plattform auf die Beine gestellt, womit Leute Spiele zum Beispiel bei Steam sinngemäß einfach spielen können, ohne sie zu installieren und ohne die unheimlich teure Hardware an Bord zu haben. Das bedeutet, wir verlagern im Prinzip die Hardware-Technik von einem lokalen Ort, im Prinzip jetzt im Auto oder hier bei mir der Rechner, der hier steht, zu einer Cloud-basierten, serverlastigen Hardware. Das heißt, der Kunde braucht nur vernünftiges Internet, streamt dann im Prinzip das Spiel, braucht es nicht installieren, absolut, braucht gar nichts auf seinem lokalen Gerät ja, speichern, sondern das passiert alles Cloud-basiert, die Rechenleistung ist Cloud-basiert und so weiter. Und dann könnte man im Fahrzeug wirklich jedes beliebige Spielprogramm, Filmprogramm, was ihr wollt, abspielen, ohne die Hardware dafür zu haben. Das ist die nächste Generation, Leute, das sage ich euch. Und ich könnte fast mir vorstellen, dass Tesla diesen Schritt auch gehen möchte, um dann später die Fahrzeuge durch Starlink, durch diese kranke Verbindung, die wir dann einfach haben und diese Kapazitäten, dann wirklich Cloud-Streaming anbieten. Das heißt, wir können dann Steam, das Spielprogramm, die Plattform im Prinzip dann ohne Probleme auch nutzen. Oder Tesla bietet vielleicht sogar eine eigene Plattform an, wie Nvidia. Das wissen wir alles nicht, aber ich glaube, die Richtung geht auf jeden Fall dahin, weil die Hardwarekosten werden dadurch deutlich reduziert. Und man muss erstens spart man vielleicht sogar Einbauschritte, zweitens Bauteilekosten und auf die Anzahl der Skalierungen, wo Tesla noch hin will, Millionen Auslieferung, 2 Millionen dieses Jahr, 4 Millionen nächstes Jahr und so weiter, das macht sich dann schon rentiert, weil diese Return ist dann auf jeden Fall da. Das ist so ein bisschen mein Gedanke, weil ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum sie diese Hardware so reduzieren, so drastisch muss man echt schon fast sagen. Wobei wir ja immer mehr Prozesse haben, die harte Hardware brauchen. Also das ist so ein Grad, den müssen wir gerade noch finden und die Lösung dazu auch. Und ich bin mir sehr sicher, dass Tesla da irgendwie in die Cloud-Geschichte reingeht. Wir haben jetzt den Dojo-Computer noch, also Supercomputer bei Tesla jetzt, der gerade gebaut wird. Also da kommt irgendwas, da kommt ganz sicher irgendwas. Und ganz wichtig will ich aber erwähnen, das, was ich euch jetzt hier gesagt habe im Video, betrifft nicht die Model S und Model X Fahrer, weil die haben auch eine getrennte Grafikkarte drin und so weiter. Das ist ein absolut anderes Thema. Ich rede hier wirklich nur vom Tesla Model Y und Tesla Model 3. So, Leute, also was sagt ihr dazu? Ist krass, oder? Hat mich gestern Abend wirklich ein bisschen geschockt.
Aber ich denke, da steckt mehr dahinter und wir müssen ein bisschen Geduld haben, da kommt sicher was. So, jetzt ist aber ganz entscheidend die Frage, wie siehst du das? Das ist noch nicht so hochgepusht, das Thema, es kam ja gestern Nacht erst. Ich denke, das wird noch ordentlich Wellen schlagen und erstmal wirklich cool bleiben. Wir haben die HW3 verbaut bei den meisten, entspannte Schicht, die läuft auch, alles gut. Jetzt müssen wir noch schauen, wie sich HW4 entwickelt und vor allem, was das alles mit sich auf sich hat, mit dem Cloud-Geschäft und sowas, was da kommen wird vielleicht sogar. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das kommen wird, das ist einfach die Zukunft jetzt. So Leute, schreibt mir in die Kommentare eure Gedanken, abonniert den Kanal, wir sehen uns im nächsten Video wieder, macht's gut, ciao.